Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde. Ja, richtig, es ist mal wieder soweit. Heute geht es um meine neueste Anschaffung, um die Junghans Meister Driver mit der Referenznummer 027630700. Das ist eine von zwei Varianten, die Junghans im letzten Jahr kurz vor der Basel World vorgestellt hat. Und seit dieser Zeit bin ich so ein bisschen verliebt in diese beiden Uhren. Ich musste mich allerdings eine ganze Zeit gedulden, über ein halbes Jahr, bis die beiden Varianten der Uhr endlich auf dem Markt erschienen. Im September 2016 war es dann soweit und ich habe mir beide Uhren dann bei Wempe in Hamburg angesehen und hatte eine sehr, sehr schwere Zeit, mich zu entscheiden. Letztendlich ist es die vorliegende dunklere Version geworden. Ich blende euch jetzt nochmal ein Foto beider Uhren ein, sodass ihr vergleichen könnt. Es gibt diese Uhr mit der Referenznummer 3608 eben auch in einer etwas helleren Variante mit beigem Zifferblatt und einem grauen Ring. Optisch gefiel mir diese Uhr auch sehr gut. Ich habe mich allerdings letztendlich dann doch für die dunklere Variante entschieden, weil ich finde, dass sie sich etwas besser mit meiner Kleidung kombinieren lässt. Warum habe ich jetzt dennoch bis nach der Basel World 2017 gewartet? Ich dachte halt, guck mal, ob Junghans nicht noch eine Variation dieser Uhr herausbringen wird. Und das hat Junghans tatsächlich getan. Es gibt jetzt noch ein Modell mit Wochentag- und Datumsanzeige, das mir optisch allerdings nicht ganz so gut gefiel. Und daher bin ich dann eben doch beim 2016er Modell geblieben. Junghans geht mit diesen beiden Driver-Modellen zurück in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und wie der Name schon suggeriert, gibt es da eine Verbindung zur Automobilwelt. Denn die Zifferblätter beider Modelle symbolisieren so ein bisschen die Rundinstrumente der Fahrzeuge der 30er Jahre. Und auch die Farbgebung beider Modelle hat eine Verbindung zur Lackierung der damaligen Modelle. Ich habe hier mal ein Modell aus der Zeit. Das ist ein alter Horch. Und auch hier erkennt man eben die Kombination aus Schwarz und Beige. Diese Kombination haben viele Automobilhersteller der damaligen Zeit aufgegriffen. Auch die Kombination Grau und Beige war damals sehr modern. Und das findet sich eben auch auf den Zifferblättern der beiden Driver-Modelle wieder. Bevor wir uns mit der Uhr selber beschäftigen, schauen wir uns mal an, wie sie geliefert wird. Die Uhr kommt in so einer typischen Uhrenbox, nichts Außergewöhnliches. Sie ist mit Leder bezogen. Im Inneren dann, wie üblich, das Kissen, auf dem die Uhr sitzt. Und hier in einem kleinen versteckten Fach finden wir dann die Bedienungsanleitung und die Garantieerklärung. Jetzt aber zur Uhr selber. Zunächst die technischen Daten. Wir haben einen Durchmesser von knapp 38 mm, 37,7 um genau zu sein. Die Höhe der Uhr beträgt 7,3 mm, trägt sich damit also sehr schön flach. Die Anstöße sind insgesamt auch nur etwa 40 mm voneinander entfernt und die Anstoßbreite beträgt 19 mm. Die Junghans Driver hält einem Wasserdruck bis 3 Bar stand, sollte also mit einigen Spritzern beim Händewaschen oder einem Spaziergang im Regen kein Problem haben. Das Zifferblatt erscheint schwarz, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Das hat mich am Anfang auch etwas irritiert, denn auf den wahrscheinlich fotogeshoppten Bildern dieser Uhr wirkt es tiefschwarz. In Wirklichkeit ist es allerdings je nach Lichteinfall eher Anthrazit bis hin zu kaffeefarben. Also es geht schon etwas ins Bräunliche. Die Uhr verfügt über ein konkaves Sekundenzifferblatt auf 6 Uhr. Die Ziffern von 1 bis 12 sind genauso mit Leuchtmasse ausgelegt wie auch die Zeiger für Minute und Stunde. Vom Farbton her ebenfalls schön abgestimmt mit dem Zifferblatt der kleinen Sekunde in einem Beige-Ton. Die Minuten sind dann außen auf einem gleisförmigen grauen Ring angeordnet und dieser nimmt dann auch die Farbe
des ursprünglichen grauen Bandes auf. Das könnte dann die Wahl von Junghans erklären, die Uhr hier mit einem grauen Band auszuliefern. Wie gesagt, mir persönlich gefällt ein schwarzes Band hier besser. Die Leuchtmasse leuchtet im dunklen Grün. Ich blende hier jetzt mal ein Bild ein. Dieses sehr starke Leuchten hält etwa für eine knappe halbe Stunde an. Danach verblasst die Leuchtkraft doch deutlich. Die Leuchtkraft hält dann etwa für 6 Stunden, sodass es auch die Nacht über kein Problem sein sollte, die Uhrzeit abzulesen. Die Driver-Modelle verfügen, so wie bei der Meisterserie üblich, über ein gewölbtes Plexiglas, das mit einer Sikralan-Beschichtung vor Kratzern geschützt ist. Das Edelstahlgehäuse ist schön poliert und von der Form her auch bekannt von anderen Modellen der Meisterlinie. Die Krone ist signiert mit dem Junghans J und auf der Rückseite gibt ein Glasboden aus Mineralglas den Blick auf das Junghans-Kaliber J815.1 frei, das allerdings nichts anderes ist als ein etwas aufgearbeitetes und dekoriertes Peugeot 7001 von ETA. Wir haben hier ein paar gebläute Schrauben, eine signierte Brücke und einen Streifenschliff auf den Platinen. Das Ganze ist hier mit 5 kleinen Schrauben verschraubt. Hier jetzt die Uhr an meinem rechten Handgelenk, das einen Umfang von etwa 19 cm hat. Und wie man erkennen kann, trägt sich die Uhr jetzt nicht besonders groß am Handgelenk, aber das war ja aufgrund der Abmessung auch nicht anders zu erwarten. An meinem linken Handgelenk trägt sich die Uhr noch ein bisschen besser, weil das einen guten halben Zentimeter noch kleiner ist vom Umfang, aber auch hier bei 19 cm durchaus in Ordnung für diese Art Uhr. Das ist ja keine G-Shock oder große Sportsuhr, sondern eher eine sehr zurückhaltende Uhr, die ich im Büro trage. Von daher passt das. Und was eben auch sehr schön ist, sie ist so flach, dass es kein Problem sein sollte, sie unter jede Manschette zu bekommen. Und das Gewicht von etwa 40 Gramm merkt man so gut wie gar nicht am Handgelenk. Diese Uhr trägt sich damit also sehr, sehr leicht und es fällt kaum auf, dass man überhaupt eine Uhr trägt. Zum Abschluss jetzt noch die positiven und negativen Sachen, die mir in den letzten 14 Tagen beim Tragen dieser Uhr aufgefallen sind. Als negativ sehe ich den fehlenden Sekundenstopp des Peugeot 7001 Laufwerks. Ich persönlich mag es ganz gerne, meine Uhren auch sekundengenau einstellen zu können. Und das Handaufzugswerk Peugeot 7001 macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Man muss warten, bis die Gangreserve von etwa 42 Stunden sich dem Ende nähert. Dann kann man, wenn man den Minutenzeiger etwas gegen den Uhrzeigersinn dreht, den Sekundenzeiger dazu bringen, dass er stehen bleibt. So ist es dann über diesen kleinen Trick doch möglich, eine sekundengenaue Einstellung der Uhr vorzunehmen. Aber wie gesagt, nur etwa alle 1,5 Tage. Ansonsten ist die Kraft der Feder zu stark dafür. Einen weiteren kleinen Kritikpunkt, das ist aber wirklich nur eine persönliche Note. Ich hätte es schöner gefunden, wenn das Zifferblatt wirklich eine tiefe schwarze Färbung gehabt hätte und nicht in diesen grau-braunen Ton hineingeht, je nachdem wie das Licht einfällt. Das gefällt mir persönlich einfach besser. Und was da auch ein bisschen reinspielt, das graue Band, was mitgeliefert worden ist, mag zwar jetzt hier zu dem Minutenring passen, insgesamt finde ich es aber nicht so stimmig wie ein schwarzes Band. Aber da kann ja jeder Abhilfe schaffen, so wie ich es auch getan habe. Der Listenpreis der Junghans Driver liegt zurzeit bei 1170 Euro. Persönlich finde ich das Ganze etwas ambitioniert für eine einfache Dreizeigeruhr mit einem Handaufzugswerk. Meiner Meinung nach hätte man versuchen sollen, diese Uhr hier bei unter 1000 Euro anzubieten. Jetzt wissen wir aber alle, dass kaum jemand eine Uhr zum Listenpreis kaufen wird.
Und der Straßenpreis, der hat sich dann erfreulicherweise doch bei etwa 1000 Euro eingependelt, je nachdem, wo man sie kauft, mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Es überwiegen natürlich die positiven Eigenschaften dieser Uhr, sonst hätte ich sie mir ja nicht gekauft. Ich mag dieses Retro-Design, diese Verbindung zur Automobilwelt der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das gefällt mir sehr gut. Auch, dass die Uhr sehr zurückhaltend ist von der Größe. Sie ist sehr schön flach. Sie fällt am Handgelenk kaum auf. Auch mag ich es, dass es sich hierbei um einen Handaufzug handelt, denn gerade das Aufziehen der Uhr während des Tages finde ich also sehr entspannend, sehr schön, dass man so ein bisschen darauf achten muss, dass dieses kleine mechanische Werk hier am Leben gehalten wird und man sich nicht darauf verlassen kann, dass eine Automatik diese Arbeit erledigt. Das erhöht für mich so ein bisschen auch die Verbindung zwischen mir und der Uhr, die ich trage. Ja, das soll es gewesen sein von meiner Vorstellung der Junghans Meisterdriver. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch bitte einen entsprechenden Kommentar. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde oder vielleicht auch wieder liebe Uhrenfreunde. Bis dahin, tschüss!